Hallo, ich bin Martina und ich habe euch letzte Woche gezeigt, wie Dani ihr Art Journal gebunden hat und möchte euch gerne heute zeigen, in Bild und Ton, wie ich meine sonst normalerweise binde. Weil ich denke, es ist auch viel einfacher, wenn man mal zugucken kann, wie wenn man das immer übersetzen muss von den Bildern und dann, ja, ich glaube, das geht einfacher so. Ich habe mir hier schon mal alles bereitgelegt. Ich habe meinen Malstoff, meine Leinwand, schon vorbereitet. Ich habe mit Acrylfarbe drauf rumgespielt, habe gekleckst mit einer Mask und Farbe, ein paar Rub-Ons, ein paar Stempel. Ja, und das ist durchgetrocknet und liegt hier bereit. Dann habe ich fürs Binden später habe ich diese zwei Klammern. Die brauche ich sonst, um Mixed-Media-Seiten festzuhalten. Ich habe eine Schere, ganz normale Paketschnur zum Binden, eine Ahle fürs Lochen, Baker's Twine und ein Brad mit einer Unterlage zum Verschließen vom Journal. Eine Nadel, ganz wichtig, zum Binden. Ein Cutter, ein Bleistift und das Falzbein. Ich habe alles schon vorbereitet und habe mit dem Falzbein jeweils die 30x40 maßigen Papiere zusammengefaltet, mit dem Falzbein den Falz gut durchgezogen und habe mir zwei unterschiedliche Arten von Papier abwechselnd zum Bund gelegt. Ich habe mir hier auch schon abgemessen, wo ich den Bund einlegen möchte. Schön einen kleinen Überstand hier stehen lassen, weil das Journal mit dem Befüllen sowieso noch an Dicke dazu gewinnt. Dann kann ich das Journal aufstellen und mit einer Klammer einmal unten fixieren, gut in die Kante reinziehen und einmal oben fixieren. Das erleichtert das Binden einfach ungemein, wenn einem das Zeug nicht die ganze Zeit entgegenfliegt. Ich habe mir die Löcher schon mal gesetzt. Die Höhe der ganzen Geschichte liegt bei ungefähr 30 cm. Ich habe mir also ungefähr, also ich habe pro forma einen Bleistift genommen und mir das angezeichnet, aber ich habe eigentlich, ja, was Mixed Media ist, da bin ich ziemlich frei Schnauze unterwegs und habe mir die Löcher dann vorsichtig direkt durch alles durchgestochen. Wer hat, tut sich gut daran, zum Beispiel einen dicken Katalog aufzuschlagen und das Journal reinzustellen in die Kante, die es dann gibt. Und da kann man dann schön gemütlich durchstechen, ohne dass man die ganze Zeit am Umblättern wäre. Der nächste Schritt ist dann eigentlich schon das Binden an und für sich. Ich nehme mir die Schnur und die Nadel, fädel die ein. Und dann beginne ich, und das ist anders wie die Bindetechnik von Dani, ich beginne hinten unten. Ich schlage die Papiere auf, aber ich komme nicht von ganz außen, ich steche einfach von hinten in die Papiere rein. Und lasse da ein Stückchen, ja, ein paar Zentimeter stehen, damit ich nachher noch gut verknoten kann. Dann steche ich von innen nach außen. Und von außen nach innen, das ist je nachdem, wie bunt der Einband bearbeitet ist, gar nicht so einfach, diese Einstichstellen zu finden. Ja, mein blauer Nagellack hinterlässt auch schon seine Spuren. Immer schön festziehen. Und das letzte Mal von außen wieder nach innen. Und ich nähe dann direkt wieder runter. Wer möchte, kann auch noch oben rüber nähen, aber ich mag das nicht gerne. Ich gehe dann gleich wieder in die entgegengesetzte Richtung. So, festziehen nicht vergessen. Und rausstechen. So,
Und jetzt nehme ich die Klammern mal ab, die brauche ich jetzt nicht mehr. Steche ich von außen nur durch die Leinwand hindurch. Die ist ja schön flexibel. Und verknote den Anfang mit dem Ende. Sozusagen auf der Rückseite. Dann schneide ich mir den Rest ab. Ich hatte übrigens ein Stück, das ist ungefähr dreimal so lang wie die Höhe. Das reicht jeweils gut. Ja, die Bindung wäre das schon. Das hält mir so. Wenn ich anfange zu mixen und zu matschen, dann klebe ich mir auch die Bindung jeweils mit einem Malerkrepp ab, bevor ich das grundiere, dann läuft mir das auch nicht in die verschiedenen Seiten rein. Ja, verschließen sollte ich das Ding noch. Jetzt ist die Frage, möchte ich den hübschen Abschluss, die Lasche überlappend haben, oder möchte ich die Lasche innen und dann das große Stück außen? Ich glaube, das gefällt mir besser so. Dann nehme ich mir den Bread, den ich mir schon vorbereitet habe, und den Baker's Twine und den Cutter für den Schnitt und suche mir kurz einen Ort. Das habe ich nämlich nicht vorbereitet. Ja, ich setze mir den direkt hier hin, wo ich das Kreuz hatte. Vorsichtig einen kleinen Einschnitt machen. Dann lege ich das Baker's Twine mit einem Doppelknoten schon um den Bread herum. Man könnte auch noch Abstandsklebepads nehmen, aber mir reicht das in der Regel, weil der Doppelknoten ja auch schon eigentlich das Klebepad ersetzt. Ich steche den durch. Auf der Rückseite wird er aufgebogen. Und dann kann ich das Journal verschließen. Genau. Reicht gut. Ja, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!